grüße euch, ihr Zauberwürfel. Ja, ins Achtelfinale reingelangweilt ist die Übersetzung im Duden für sowas. So viele Überraschungsmomente im deutschen Spiel wie auf der A1 zwischen Bremen und Osnabrück. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe schon das eine oder andere Mal zu Navy, CIS und Verbotene Liebe rübergesappt. Ja, jetzt wartet Algerien und die haben das Fußballspielen bei diesem Turnier jetzt auch nicht neu erfunden. Das heißt für unsere Jungs, verlieren ist so verboten wie eine Currywurst in Malaysia. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bei der Leistung gegen Ghana und gegen die USA habe ich weniger Hoffnung auf den WM-Titel als auf ein Revival von Schlecker. Ja, und die große Frage, wann geht der Jetlag bei Philipp Lahm endlich vorbei? Unser Capitano spielt bei diesem Turnier wie eine warme Cola mit Milch, aber er wehrt sich ja mit Händen und Füßen dagegen, zurück auf die Außenverteidigerposition zu gehen. Und wie heißt es in dem schottischen Sprichwort? Du kannst den Taucher nicht zwingen, die Brille aufzusetzen. So, und jetzt gibt es wieder exklusive Infos aus Brasilien. Ich schalte rüber zu meinen beiden Maulwürfen Lukas Podolski und Mesut Özil. Und auch Jerome Boateng ist dabei, um uns was zu dem Rausschmiss von seinem Bruder Prinzi zu erzählen. Ich grüße euch, ihr Panther der Vernunft. Grüß dich, Mozart. Hallo Mozart, I'm a Gunner. Hallo Mozart. Ja, alle drei beisammen, da krieg ich doch einen Ständer. Mesut, wie war die Stimmung nach dem Spiel? Ja, also der Stimmung war sehr schlecht. Mesut, das stimmt doch schon wieder gar nicht, was du da erzählst. Lukas, was soll das? Warum versuchst du immer, den Wahrheit zu verhindern? Die Stimmung war sehr, sehr schlecht. Hansi Flick, er ist durchgedreht, er hat rumgebrüllt. Ihr spielt sehr, sehr schlecht. Ihr seid ein Skandal für jeden Einzelnen von euch. Bitte lasst das in Zukunft mit den schlecht spielen, sonst werde ich hier austreten. Ich hasse euch. Ja, und dann hat Per Mertesacker zurückgebrüllt. Hansi, du dummer Fisch, ich glaube dir kein Wort. Ich kann dir nicht mehr vertrauen, bitte guck mir nie mehr in die Augen. Ja, und dann Hansi Flick hat so getan, als ob er laut lachen würde. Aber man könnte ganz genau in seinen Augen sehen, dass er nicht gelacht hat. Luke, wie war das Wiedersehen mit Jürgen? Ja, wie gesagt, also ich hatte mich eigentlich sehr auf das Wiedersehen mit Jürgen gefreut. Und dann war ich sehr erschrocken. Das konnte man im Fernsehen gar nicht so sehen. Jürgen war vor dem Spiel sehr besoffen. Ich meinte zu ihm, hallo Jürgen, wie geht es dir? Und er meinte dann, don't call me Jürgen, I'm Jorgen. Und dann meinte ich, Jürgen, was soll das? Warum sprichst du Englisch? Und dann meinte er, don't fuck me, Mister. You crazy son of a horse. Dann war ich sehr durcheinander und dann hat er einen Flachmann aus seiner Hosentasche rausgeholt. Und er meinte, this is Andy. Uha. Jerome, von dir möchte ich natürlich noch wissen, Prinzi ist rausgeflogen aus dem Kader. Was war denn da los? Ja, also ich glaub das nicht. Ich glaub, das ist eine Verschwörung zwischen der Presse und dem ghanesischen Fußballverband. Der Presse kann man ja sowieso nicht glauben. Ja, und ich habe jetzt auch Kevin versucht zu erreichen und er geht nicht an sein Handy. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass er entführt worden ist vom ghanesischen Fußballverband. Ich sag, nice weekend, ihr drei! So, und jetzt schalten wir nochmal über den großen Teich zu Sveninho, alias 007, alias MacGyver, alias Karate Kid. Hier ist Sveninho! Was macht das Leben, mein Bester? Mozart, Digga! Alter, ich hab gestern auf dem Fanfest mit so einer Verrückten aus Oklahoma rumgemacht, Digga. Digga, wir am Rumzüngeln, Alter. Auf einmal beißt sie mir voll in die Zunge, Alter. Digga, ich Zunge rausgenommen, guck sie an und frag nur, Alter, are you Suarez or what? Digga, sie guckt mich an, grinst mir in die Fresse, sagt, I want you. Digga, ich wieder Zunge reingesteckt, Alter. Und sie beißt schon wieder zu, Alter. Digga, Zunge wieder rausgenommen. Ich sag nur, finish, Alter. Und zwar absolut, Digga. Wo sind hier die Dienstleister? Deutschland wird jetzt Weltmeister. Wo sind hier die Dienstleister? Deutschland wird jetzt Weltmeister. Sveninho, du gefüllter Pfannkuchen. Wir sehen uns am nächsten Dienstag, mein Bester. Und auch wir sehen uns natürlich am nächsten Dienstag wieder. Hoffentlich nach einem berauschenden, fantastischen Achtelfinale von unseren Jungs. Ich wünsche euch ein Hammerwochenende und sag Ciao und Galore!